Ich bitte um die Energie des Schutzes für mich und meinen Kanal. Und wenn du dies für dich tun möchtest, dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu. Ich richte mich aus und verbinde mich mit den Feldern von Smarana, mit Gottes Meer. Geliebter Mensch, die geistige Welt freut sich, dass du heute hier bist, denn die Energien der Sommersonnenwende erwarten dich und deine Seele, sie ist bereit, sich an diesem Tag noch ein wenig mehr zu öffnen als gewohnt. Denn gerade dieser Tag, die Energien an diesem Tag wirken sehr tief in deiner Seele. Und wenn du es dir erlaubst, dich einmal ganz tief fallen zu lassen, dann bitten wir dich, jetzt dein Herz zu öffnen und dich bereit zu machen für die hohe Energie, welche jetzt an diesen Tagen zu dir strömt. Und vielleicht nimmst du ja diesen goldenen Schimmer wahr, diesen goldenen Schimmer, welcher dich empfängt. Es sind die Elfen und die Feen, welche sich zu uns gesellt haben. Sie kichern und sie lachen. Sie überbringen dir die Leichtigkeit. Und aus diesem goldenen Strahl rieselt nun goldener Feenstaub auf dich herab. Dieser goldene Feenstaub wird, wenn er dein Herz berührt, eine ganz besondere Energie zu dir bringen. Es ist die Energie der Leichtigkeit und der Freude. Es ist die Leichtigkeit, welche dich die Sorgen vergessen lässt. Es ist die Leichtigkeit, welche dich daran erinnert, dass auch für dich ein schönes Leben vorgesehen ist. Und aus dieser Leichtigkeit kannst du nun deine Kraft schöpfen, die Kraft durch dein Leben geschützt und stark zu gehen. Vielleicht nimmst du auch eine Fee oder eine Elfe wahr, denn sie fliegen um dich herum. Und wenn du es zulässt, werden sie sich auf deine Schultern setzen. Sie werden deine Haare schmücken mit dem goldenen Feenstaub. Und sie werden ihre Hände auf deinen Bauch legen, denn dort in deinem Bauch, da ruht deine Schöpferkraft. Öffne dich deiner Schöpferkraft, denn gerade jetzt wird sie sich vergrößern. Sie wird dich unterstützen, deine Visionen, deine Ziele zu verwirklichen. Die Schöpferkraft wird dir Kraft geben, deine Ziele zu erreichen. Und so lass es nur zu, denn wie du weißt, ist es etwas ganz Besonderes,
wenn die Naturwesen bei dir sind. Die Naturwesen tragen ein uraltes Wissen in sich. Sie sind sehr weise. Und all das, was jetzt in diesem Moment geschieht, sind Geschenke für dich. Geschenke aus einer anderen Welt, welche dir mit großer Liebe übergeben werden. Und vielleicht fühlst du, wie sich jetzt aufsteigend von deinem Bauch nach oben die Energie ausdehnt und wie sich vielleicht ein Schauer in deinem Körper ausdehnt. Denn in diesem Moment singen die Naturwesen deinen Namen. Sie rufen dich, dich darauf zu besinnen, wer du in Wirklichkeit bist. Ein lichtvolles Wesen, aus Liebe entstanden. Das bist du. Und dieses Licht der Liebe, welches du in dir trägst, wird nun mit der Liebe der Naturwesen ausgedehnt und die Kraft der Sommersonnenwende, die Magie der Liebe, strömt in dich hinein. Fühle, wie du nun verbunden bist mit allem, was ist, und fühle deinen Platz im Leben, wie du ihn ausfüllst, voller Strahlkraft, und wie du deine Bestimmung als Lichtarbeiter heute ganz besonders intensiv spürst. Und so tanzen die Feen und die Elfen noch ein wenig um dich herum. Und vielleicht magst du ja mit ihnen tanzen. Vielleicht magst du dich einfach fallen lassen in die Freude, in die Glückseligkeit der Leichtigkeit. Auf jeden Fall solltest du diese Leichtigkeit mitnehmen in dein Leben, in deinen Alltag, denn sie wird dir sehr viel Kraft geben. Und so nimm dir noch ein wenig Zeit und genieße diese wundervolle Energie. Und in dieser Zeit stelle dir dein Ziel vor. Stelle dir das vor, was du gerne erreichen möchtest. Und sei dir sicher, dass es auch geschieht. Vielleicht spürst du auch dieses wunderbare Lächeln deiner Seele. Und wenn dem so ist, dann darfst du auch dieses Lächeln mitnehmen in deinen Alltag hinein. Und so komme langsam wieder
in das Hier und Jetzt zurück und freue dich auf die Sommersonnenwende, wo sich diese Energien in dir integrieren werden, wo du ganz stark verbunden bist mit der geistigen Welt und den Naturwesen und mit deiner Seele. Smarana.